So Leute, nachdem wir uns dem Schrein hier gewidmet haben, wollen wir uns doch einfach mal dem nächsten Schrein widmen, behaupte ich. Obwohl uns hier alle Soras erzählen, yo, geh zu Prinz Sidon, Alter, der wartet so sehnsüchtig auf dich, der braucht deine Hilfe, wir haben voll die Riesenprobleme. Und so machen wir uns erst auf den Weg und ja, gucken uns hier mal um. Da vorne sind auf jeden Fall Wegweiser. Die will ich... Oh, da steht sogar jemand. Hier, hier! Cleo. So hieß mein Hund von uns. Hallo. Das ist ja eine Überraschung. In dieser Gegend trifft man nicht viele Halianer. Bist du auch eine? Ich bin eine fahrende Händlerin. Kein Ort ist zu abgelegen für mich. Ah, vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Ich heiße Cleo. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Aber sag mal, hast du eben mit diesem Sora gesprochen? Ja. Dieser Sora, der die ganze Zeit darauf drängt, man solle zum Dorf der Soras gehen und mit Prinz Sidon sprechen. Ja, aber mit dem auch. Ich habe mit diesem Prinzen gesprochen, aber naja, das ist ein ganz komischer Typ. Er meinte, ich habe dich beobachtet und er hat mich ganz unverhohlen gefragt, ob ich mit ihm nach Hause komme. Deshalb habe ich mich ganz schnell verabschiedet und mich dünne gemacht. Na, neugierig geworden? Seht ihr Prinz Sidon ruhig mit eigenen Augen an. Als Mann wird er dich sicher nicht so dreist anmachen, aber naja, wer weiß. Ja, stimmt, wer weiß. Also, man weiß nie, ne? Man kann es den Leuten nicht immer ansehen, vor welchem Ufer sie sind. Ist aber auch überhaupt nichts Schlimmes dran. Fahrt vom zum Todesburg... Berg? Burke. Da müssen wir auch noch hin, ne? Zum Todesberg Akala. Oder zum Dorf der Soras geht's nach rechts. Da geht's zum Dorf, da geht's zum Akala-Berg. Akala wird wahrscheinlich irgendwo hier sein. Da will ich aber doch gar nicht hin. Ich würde sagen, wir gehen erstmal diesen Pfad hier lang. Gucken ein bisschen, ob hier oben vielleicht noch was ist. Und machen dann den nächsten Schrein. Ja, ich weiß, ich könnte wieder mit der Story weitermachen, aber irgendwie ziehen mich die Schreine gerade ein wenig mehr an, weil sie ja auch so ein bisschen auf dem Weg liegen, ne? Was haben wir denn hier? Hyrule-Gebirge, Dorf der Soras und Akala. Oder sagt man Akala? Ich hab doch keine Ahnung, Mann. Ich hab doch kein Plan, Mensch. Ach ja. Ich würde super gerne mal wieder den lieben... Wie heißt der nochmal? Wie heißt er denn nochmal? Den lieben... Ausdauer-Krabbe? Ich hab den Namen vergessen. Kann doch gar nicht sein. Maronus! Maronus, genau. Maronus möchte ich mal wieder treffen. Wir haben so viele Crocs. Und können unsere Crocs nicht ausgeben. Aktuell. Was da los? Wir können unsere Taschen vergrößern, ja? Mann, wir haben doch jetzt über 100 Crocs. Wenn mich nicht alles täuscht. Wer ist das denn? Oh, Speichervorgang. Ist das ein Jäger? Kaufen Sie! Kaufen Sie! Treten Sie näher und kaufen Sie! Bewundern Sie diese Prachtexemplare von Bananen! Oh nein. Leute, ihr wisst, wenn da Reisender steht, dann ist es ziemlich sicher ein Jäger. Gelb wie die Sonne, geschält wie Schnee. Geschält weiß wie Schnee. Ein Geschmack wie ein Traum, treten Sie näher und kaufen Sie! Ja, okay, her damit. Diese Bananen sind mein ganzer Stolz. 99 Rubine für 14 Stück oder was? Schwertbananen. Alle kaufen. Warte mal. What? Ach, 99 und... Ach so. 99 Stück und A kostet es... Nein. Ach, der hat 99 und der Preis ist 99. Alter, wie teuer ist das denn dann? Warte, da brauche ich einen Taschenrechner. Ich rechne das eben. 99 mal 99 ist... 9000? Als ob ich das kaufe. Warte mal. Wenn ich sage, alles kaufen, ne? Nicht genug Rubine, mein Freund. Leck mich. Ich kaufe die nicht. Süße, leckere Bananen. Treten Sie näher und kaufen Sie. Nimm so viele du willst. Nein, lieber nicht.
Dann kommen Sie hoffentlich ein andermal wieder. Oder auch nicht. Ist mir völlig Banane. Aus dir mache ich Bananensplit. Mach doch. Mach doch aus mir Bananensplit, Alter. Komm her, ich mach aus dir ein Eis-Ding. Fuck. Mist, ey, da hätte ich schneller sein sollen. So, ich könnte jetzt nochmal damit zuschlagen, will ich aber nicht. Ich schlag jetzt hiermit zu. Tja, lieber Jäger, die Banane nehme ich dir jetzt auch gerne kostenlos ab. Als ob ich 9000 dafür ausgebe, um ihm alle Bananen abzukaufen. Nimm Jäger! Der hat das Geld gar nicht verdient. Obwohl, hätte ich das Geld dann vielleicht sogar wiederbekommen, die Rubine? Das wäre mal interessant. Das wäre ziemlich cool. Dann hätte ich Bananen und mein Geld wieder. Aber wer weiß, ob die Entwickler sowas eingebaut haben. Es wäre auch echt, eigentlich echt klug. Ist das eine Ente? Haben wir schon mal eine Ente fotografiert? Eine Fleckente. Nee, haben wir noch nie fotografiert. Gut, dass ich es jetzt gemacht habe. So, aber natürlich möchte ich auch diesen kleinen Fluss hier einmal inspizieren. Scheint aber nichts drin zu sein. Schade. Boah, diesen Berg laufe ich jetzt aber nicht hoch. Das müssen wir dann ein anderes Mal machen. Was ist das hier? Warum ist hier noch so ein kleiner Fleck mit Wasser? Hat der was zu bedeuten? Außer, dass da so blöde Octorox drin sind. Ich wollte gerade schon sagen, jetzt fällt mir der Name von Octorox nicht mehr ein. Gut, wir sind zum nächsten Schar reingekommen, fast. Wir machen das mal hiermit. Dürfte entspannter sein. Kommt man, glaube ich, insgesamt ein bisschen schneller voran. Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Brenn! Dude. Hä? Okay. Das war ein Schlag. Vogelnisse? Ja, und das hier würde ich sagen, machen wir auch wieder damit kaputt. Aber die Vogelnuss nehme ich gerne noch vorher dort weg. So. Boah. Frame Drops! Gut, wir gucken uns so lange nochmal hier so. Oh, da ist ja noch so ein Pimmel. Hey du! Als ob der sich so geduckt hat. Du bist mir einer. Gib mir deine Sachen. Zieh dich aus, Kollege. So. Seemratschrein. Rein da. Der richtige Zeitpunkt. Okay. Okay, hier haben wir auf jeden Fall schon mal etwas, das wir drehen können. Was bringt uns das denn, wenn wir das Teil drehen? Wir können das... Guck mal, das dreht sich die ganze Zeit weiter. Aha, okay. Das Wasser steigt dadurch an. Und dort wäre eine Kiste gewesen, ja. Halleluja. Halleluja. Die kriege ich da so nicht weg, ne? Bitte das Wasser nochmal ablassen. Ja, nee. Was? Könntest du das Wasser wieder mal ablassen, ja? Ich bin ja auch doof, ne? Ich bin auch doof. Dankeschön. So, dann können wir die erste Kiste nämlich öffnen. Man sollte sich erst umgucken, bevor man irgendwas dreht. Ja, ja. Merkt euch das fürs Leben, Leute. Erst umgucken, bevor ihr an einem Hebel oder an einem Schalter oder was weiß ich was rumspielt. So, haben wir hier unten denn noch was? Oder war es das dann insgesamt? Mann, das war schon wieder Zeitverschwendung, würde ich sagen. Aber wir müssen ja eigentlich gar nicht das Teil drehen, oder? Wir können das doch auch so machen.
Ja. Definitiv können wir das auch so machen. Würde ich sagen. Da kommt ja jetzt die ganze Zeit was raus. Was hat das denn mit dem richtigen Zeitpunkt zu tun? Oder müssen wir den Stand jetzt wieder senken? Aha. Ich nehme mal an, das muss da hinten drauf. Ich sehe jetzt nicht so genau. Es hätte ungefähr passen können. Klappt so aber nicht, weil das Wasser muss jetzt wieder runter. Können wir von hier mit einem Pfeil da drauf schießen? Warum machen wir uns das nicht ganz einfach? So. Dann können wir doch da drauf. Komm ich denn zu der Kiste? Warte, machen wir erstmal. Oh shit. Oh shit. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, toll. Ich komme da doch jetzt nicht mehr. Können wir jetzt nicht mehr hoch? Warte mal. Also wir machen das jetzt. Ah. Ich glaube, ich verstehe. Ich mache Wasser hoch, ja? Boink. Dann ich mache ganz viel Säule. Ne, warte mal. Doch, ich mache mir jetzt Eissäulen. Jo, das funktioniert, ey. So, dann gehe ich los und drehe diesen Shit hier. Dann haben wir ja, sozusagen Zeit. Und zwar, hör auf! Wir müssen doch los! Ja, Mann, nice. Das hätten wir so auf jeden Fall gelöst. Kommen wir denn jetzt auch an die andere Kiste? Nee. Fuh! Fuh! Ja, und jetzt? So kommen wir da nicht hoch. Wir müssen das Wasser hier auch hoch haben. Warte mal. Also die Tür. Hier zwischen stellen können wir auch nichts, dass die Tür nicht mehr ganz runter kann, ne? Also eigentlich müssten wir das Wasser oben haben. Können wir denn mit Stasis was machen? Ja, können wir. Boah, das ist aber kompliziert hier. Ich würde schon fast sagen, wir machen das jetzt wieder so. Halten das Ding dann an. Warte mal. Aber da sind wir ja wieder nicht da hinten drin. Wo ist denn jetzt mein Denkfehler? Wisst ihr was? Ich baue mir wieder so was. Ich versuche das jetzt mal mit Bomben zu lösen, ja? Oh
Aber vorerst möchte ich einmal diesen dämlichen Laser hier ausschalten. So. Dann schwimme ich einmal hier rüber. Werfe da gleich eine Bombe drauf. Zwei am besten. Zwei. Zwei wären wahrscheinlich cooler. Und zwar einmal die hier. Die lege ich dann hier so auf die Ecke. Und die an. Okay, nochmal. So, diesmal klappt das auch, ohne dass ich mich irgendwie selbst umbringe. Man muss natürlich auch auf die andere irgendwie wechseln, ne? Und die andere lege ich mal dahin. So, und wenn ich jetzt nämlich... hier rüberfliege und... Moment. Das kann man besser machen. Zwar das erste löse ich jetzt mit einem Pfeil aus, ja? Warte. Puh. Da muss man nur schnell sein. So, jetzt bin ich mich hier drinne und kann das Ding explodieren lassen. Okay, eine Bombe hätte gereicht. Und jetzt kann ich hier mit dem Eismodul eine Säule erschaffen, mit der ich an die Kiste komme. Boah. Gar nicht so schwer, aber man muss da erstmal drauf kommen. Dass man da so mit einem... Ach, Mann. Was werfen wir denn mal weg? Haben wir irgendwas Uncooles? Irgendwie nicht, ne? Ich finde alles irgendwie cool, aber das Schwächste... Ja, ich würd schon fast sagen, dieses normale Standardschwert hier kann weg. Gib mir den coolen Boomerang! Großer Boomerang. Tada! Jetzt sollten wir alles haben, right? Right. Wow! Alter, das hat mehr Zeit gefressen, als ich gedacht hätte. Zeichen der Bewährung. Danke. Und draußen ist es natürlich mal wieder am Regnen. Wer hätte es anders vermutet? Komm, hol dir den Apfel. Hol dir den Apfel auch. Was ist auf dieser Säule? Was ist dort? Ist das ein Geheimnis? Wir werden es lüften. Bye. Sendung mit der... Du da! Geh doch bitte zu Sidon, Alter! Wetten? Wetten? Lernen wir wieder irgendwas von Sidon? Der Dude? Na du? Ja komm, red doch mit mir. Red doch! Muss ich echt erst zu dir runterkommen? Oh, du bist ein Haldianer, oder nicht? Ich bin Le'Togan vom Volk der Soras. Würdest du mir einen Moment deiner Aufmerksamkeit schenken? Klar. Vielen Dank. Also. Der Turm auf diesem Berg dort. Siehst du ihn? Nördlich davon fließt der Oberlauf des Sora-Flusses. Über diesen Fluss spannt sich die Ingogo-Brücke. Ich bitte dich, dorthin zu gehen. Ich weiß, was du denkst. Warum gerade ich? Nicht wahr? So würde wohl jeder reagieren, wenn er ohne Vorwarnung von einem Sora behelligt wird. Aber glaub mir, das Ganze wird sich für dich auszahlen. Es ist nämlich so, unser Prinz Sidon ist auf der Suche nach einem starken Haldianer. Da es um einen königlichen Auftrag geht, bin ich mir sicher, dass es für diesen Haldianer eine Belohnung geben wird. Also, nur zu. Geh zum Oberlauf des Sora-Flusses und sprich bei der Ingogo-Brücke mit dem Prinzen.
Bla bla bla, das wusste ich doch schon. Warum blasen die sich eigentlich immer auf und dann passiert mit denen nichts? Ist das so eine Regenkrankheit von denen oder so? Eine Ruine! Ruine! Na du? Ich geh ab. Boink! Oh. Ich glaube, der Boomerang ist weg. Warum sind denn hier so schwache Gegner? Oh, da kommen die Starken um die Ecke. Naja, Starken. Moment. Boom! Au. Okay. Ich merke immer, wie ich beim Kämpfen richtig still werde. Ich hoffe, ihr seid mir deswegen nicht böse. Bitte. Oh, eine Truhe. Eine goldene. Oh, eine Ritterhelbarde. Oh, Helbarden sind auch schon echt cool. Aber lass ich mal liegen, weil... Naja... Ich finde, unsere Ausrüstung ist gerade auch schon ziemlich cool. Und warum schießt er mit Elektropfeilen? Kollege da oben, was machen Sie da? Warum schießen Sie mit Elektropfeilen? Ach du Scheiße, das sind ja zwei! Nein, ich wollte eine andere Waffe ver... Verdammter Mist. So. Mann, Mann. Ich nehme mal dieses coole Schwert hier. Das sieht irgendwie mega cool aus. Miau. Ist bestimmt eine seltenere Waffe, oder? Naja, okay. Die nehme ich doch nicht. Nehme ich lieber das hier. Diese Riesenklinge. Okay. Wenn wir das hier alles noch erkunden. Ach komm, Leute. Wisst ihr was? Wir haben jetzt hier eigentlich... Nur noch dieses blaue Licht hier, das wir machen müssten. Sollen wir das noch eben machen und dann gehen wir auch wirklich zu Sidon und den Rest erkunden wir so. Ja, einfach demnächst irgendwie. Hm? Ja, ihr müsst mir schon antworten, ne? Wenn ich euch eine Frage stelle, dann müsst ihr mir auch antworten. Hallo. Spaß. Da sind wieder Ruinen. Finde ich... Was ist das denn hier? Steine, Steine, Steine. Da fehlt ein Stein, oder? Oh. Ach, ist das ein Krog-Rätsel? Warte mal. Okay. Mhm. Nee. Ist alles gleich. Bis auf der da muss weg. Hä? Muss ich das hier nachbauen? Ah, vermutlich. Tada! Geil. Lol. Aber was sollte das... Warum? Warum? Was ist das für ein Muster? Warum gibt es das? Ist das irgendwas zu bedeuten? Nicht, dass ich wüsste. So, wo war denn der letzte Schrein? Da hinten irgendwo. Können wir vermutlich hinlaufen, oder? Das ist ja dieses flache Gewässer hier. Wo hoffentlich kein neuer Wächter herumrennt. Ich meine, einen haben wir hier irgendwo in der Nähe schon besiegt. Einen zweiten brauche ich nicht unbedingt. Ach, wieder Xalfos. Ja, ich hab dich schon gesehen, du Wurst. Ja, reg dich ruhig auf, du. Wow. Keine Chance, ey. Wow, one hit. Ja, das sind halt die Grünen, die sind halt nicht besonders stark, ne? Was, der lebt noch? Warum lebst du noch?
Stirb, Echse! Das sieht für mich aus wie ein Magnet-Modul-Rätsel. Ja gut, wie ein richtiges Rätsel. Es ist kein Rätsel, weil eigentlich ist es offensichtlich für einen The Legend of Zelda Breath of the Wild Player. Wie mich natürlich. Oh, was haben wir denn da? Ein Bogen. Ein Bogen. Mal gucken, ob wir von dem Bogen schon ein Foto haben. Scheinbar ja. Von dem Holzschild aber doch nicht. Was? Wie kann das denn sein? Was haben wir hier? Gar nichts. Mhm. Recht langweilig, wa? Wir hier nix? Als ob. Nicht mal eine Truhe. Was haben die Exalfas dann bewacht? Wo ist denn jetzt dieser Schrein? Das ist aber ein richtig weitflächiges Gebiet hier. Crazy. Gucken wir uns natürlich trotzdem nochmal um hier. Und... verdammt, wir sind da vorne jetzt gar nicht auf diesen Turm gegangen. Weil der Typ uns abgelenkt hat. Mit seinem coolen Gespräch. Mit dem Inhalt jedes anderen Gesprächs, welches wir hier... Oh, guck mal, wen haben wir denn da? Was nehmen wir da für Pfeile? Eis? Versuchen wir es bei dem einfach mal mit Eis. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das etwas nützt. Gucken, ob der uns entdeckt. Batz! Batz! Ich schieß gleich, keine Angst. Scheiße, zwei Eispfeile daneben gedonnert. Der müsste doch... Scheiße, jetzt geht's einen anderen Weg. Warum rennt er denn jetzt da vorne rum? Ist der doof? Will man ihn im Stealth-Mode besiegen und dann sowas? Oh, shit. Falsche Waffe. Bam. Hä? Warum kann ich den nicht treffen? Hä? Hallo? Pyramagus? What? Hä? Du, was ist mit dir los? Ah. Jetzt geht's wieder. Aus dem Wasser raus. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nochmal so einen Glitch auslösen. Keine Waffe? Als ob. Als ob der nichts gedroppt hat. Ich hätte jetzt mit dem Elektrostab gerechnet. Da liegt was. Da liegt was. Oh, zum Glück. Elektrostab. Nice. Dann nehmen wir den mit. Und ich tue dafür dieses Ding weg. Nice. Die haben zwar nicht viel Kraft so, die Stäbe, aber... Sie haben schon einen großen Wert, weil sie einem Element
ein Element beinhalten. Da vorne ist der Schrein. 50 Rubine haben wir noch gefunden. Hier nochmal. Hier sind doch bestimmt auch irgendwo Crocs versteckt. Nur ich bin zu blöd, die zu entdecken. Aber dann kommen wir ja auf jeden Fall sowieso nochmal wieder hier hin. Oder zumindest ich alleine komme dann nochmal hier hin. Und werde mir das Ganze mal genauer ansehen. Beziehungsweise Crocs nachholen, die ich jetzt mit euch gemeinsam nicht finde. Ja. Weil aktuell sehe ich nothing. Gar nichts. Boah, was ist das denn? Ein Eispfeil, dachte ich. Ups. Nein. Was mache ich denn immer? Ich drücke immer falschen Tastenkombis. Data Kuzu Schrein. Ich fass nicht. Hey, ich fass nicht, habe ich gesagt. Ach, die sind so doof. Aber wie schnell und wendig die sind. Krass. Ja, diesen nächsten Schrein machen wir im nächsten Part. Ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Falls ihr Tipps habt für mich, schreibt sie in die Kommentare. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein kostenloses Abo da. Bis zum nächsten Mal.